Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute geht's um ein Case für das Huawei P20 Pro. Und zwar habe ich das Gerät hier in meiner wunderbaren Twilight-Farbe. Ich bin einfach der Meinung, man sollte solche Handys auch schützen. Ich meine, die sind sehr teuer und einfach... Naja, jeder kann das natürlich selber entscheiden. Ich weiß, auf YouTube ist es auch so, dass Cases jetzt nicht unbedingt das beliebteste Thema sind, aber ich persönlich finde die nicht schlecht. Es gibt ja tausend verschiedene. In dem Fall wollte ich unbedingt ein durchsichtiges haben, wegen der Farbe. Und ich habe mich hier dazu entschieden, das Ganze von Spigen oder wie auch immer man das aussprechen will, zu nehmen. Das Ganze ist von Amazon gekauft worden. Müsste, glaube ich, 9,99 € gewesen sein und ich würde euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr das auch kaufen möchtet. Aber wir werden es uns erstmal anschauen, das Ganze. Und zwar haben wir hier einmal die Verpackung in einem schwarz-orange Design, finde ich ganz cool. Wir haben die Ultra Hybrid Air Cushion Technology. Okay, ja, was auch immer das bedeutet, aber auf jeden Fall soll es, denke ich mal, die Ränder schützen von dem Gerät, dass es beim Aufprall eben, naja, nicht kaputt geht. Ansonsten auf der Seite Spigen, something you want, haben wir hier. Das ist hier, genau. Dann haben wir hier nichts, auch Spigen, überall Spigen. Hier steht ein Haufen Zeug drauf. Jetzt schauen wir hier hinten nochmal. Hier ist eine Installationsanleitung, wie man das Ganze macht. Dass man es eben dran klippt und auch wieder genauso zurück macht. Also indem man das Ganze mal wieder removed von dem ganzen Case. Es soll das Ganze schützen. Es soll das Ganze schützen beim Runterfallen. Und es soll das Ganze auch angenehm mit der Hand machen. Und ich würde vorschlagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Mal schauen, ob man das jetzt hier wirklich einfach so rausziehen kann. So wie es jetzt hier steht. Ja, kann man scheinbar. Und es ist sonst auch nichts drin. Das war's. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so anfühlt. Also, das Ganze ist durchsichtig. Hier ist noch eine Folie drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ist die innen oder die ist draußen? Ja. Die will hier nicht abgehen, okay. Die ist ziemlich hartnäckig, aber jetzt habe ich sie. Ist da drin auch noch eine? Ja, da ist noch eine drin. Das ist ja super nervig, aber ist ja auch egal. Die ist ziemlich schwer rauszukriegen, diese Folie. Also das finde ich schon mal ziemlich schlecht gelöst. Aber naja, um da den Anfang zu finden, das ist richtig schwer. Also wie gesagt, hier ist noch eine Folie drin. Ich versuche die einfach nachher abzumachen. Jetzt kümmern wir uns einfach mal um das Case. Also es ist ein Hartschalen-Case und an der Seite relativ weich. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal ins Handy tun und schauen, wie das Ganze dann im Handy funktioniert. Zack, zack, zack. Ja, also einmal sieht es schon ziemlich gut aus. Also es sieht natürlich jetzt wegen dieser blöden Folie da drin nicht so schön aus. Fühlt sich ziemlich gut an. Man kann es auf jeden Fall gut auf den Tisch legen. Also es ist, schützt auf jeden Fall super. Die Knöpfe sind sehr schön zum Benutzen. Ja, kann man alles gut benutzen. Also wie ihr seht, ziemlich geile Hülle. Für den Preis auf jeden Fall zu empfehlen. Ich meine 9,99 €. Super Case. Kann man nichts falsch machen. Also wenn ihr nach einem guten Case fürs Huawei sucht, fürs P20 Pro, dann würde ich hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Guckt euch die Hülle mal an. Durchsichtig, gerade bei der Farbe, definitiv das Richtige. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Like nicht vergessen, abonnieren wäre super und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!